Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bushcrafte ich einen Bilderrahmen, vor allem mit dem Messer, für ein paar Dinge habe ich aber auch die Säge benutzt. Zum Beispiel für den ersten Schritt. Dafür brauchst du einen langen Stock mit einer Dicke von ca. 1,5 bis 2 cm, aus dem die Leisten gebaut werden. Ich wollte einen rechteckigen Rahmen und habe mir zuerst eine lange und eine kurze Seite am Stock markiert und gesägt. Anschließend konnte ich beide Seiten verdoppeln, also anzeichnen und sägen. Dann habe ich mich dazu entschieden, dass die Außen- und Innenseiten des Bilderrahmens rund bleiben sollten, Vorder- und Rückseite sollten jedoch abgeflacht werden. Dafür habe ich versucht, die Seiten abzuspalten. Anschließend musste ich aber noch nachschnitzen, bis alle Seiten wirklich parallel abgeflacht waren. Um die Holzseiten zu verbinden, habe ich hier eine Schwalbenschwanzverbindung verwendet. Die hat den Vorteil, dass die Holzteile in sich verkeilt sind und etwas halten. Diese Verbindung würde man wohl eher sägen, ich habe sie jedoch geschnitzt, was gar nicht so einfach ist. Denn die Verbindung hält besser, je genauer sie gebaut ist. Dass die Verbindung zusammengesteckt gut hält, zeigt dieser Bilderrahmen, den ich auch testweise gebaut habe. Er löst sich nur in die Richtung, die nicht verkeilt ist. Deswegen habe ich beim Bilderrahmen für dieses Projekt in die Ecken Löcher mit dem Handbohrer gebohrt. Du kannst dafür auch die Ahle am Taschenmesser benutzen. In die Löcher stecke ich einen Holzsplint, den ich zurechtgeschnitzt habe. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung, über ein Abo und die aktivierte Glocke von dir, damit du in Zukunft kein weiteres Video verpasst. Damit in den Bilderrahmen aber auch wirklich ein Bild reinpasst, habe ich mit einem eckigen Schnitzmesser eine Kante in alle Leisten eingezogen. Damit das Bild am Ende auch wirklich hält, schneide ich nun einen Brotverschluss aus Draht in zwei Teile. In der Kante schnitze ich eine kleine tiefe, aber nicht zu breite Nut in der Breite des Brotverschlusses. Dort klemme ich die Brotverschlüsse ein. Da ich beim Holzzuschnitt nicht mit dem Maßband gearbeitet habe, messe ich jetzt die Innengröße des Rahmens ab. Anschließend schneide ich ein Stück dickere Pappe zurecht, die als Rückwand dient, und eine dünne, die ich zum Rahmen brauche. Aus der dünnen Pappe schneide ich die Mitte heraus und lasse dabei am Rand einen Abstand von 1,5 cm. Anschließend klebe ich die Pappe, das Bild und den Rahmen zusammen und setze das Bild ein. Eine Anleitung zum Nachbauen findest du auf meiner Homepage abenteueroase.de. Ich habe sie dir in der Caption verlinkt.
Dank der eingezogenen Kante lässt sich das Bild auch einfach mit einem Nagel an die Wand hängen. Falls du Ideen hast, die nicht mehr nur Bushcraft sind, sondern Bushcraft 3000, schreib sie gern in die Kommentare. Vielleicht kann ich davon in Zukunft das ein oder andere umsetzen. Wie du eine Möwenpfeife selbst baust, die auch als Signalpfeife taugt, zeige ich in einem anderen Video, das ich dir hier verlinkt habe.